Also nichts bleibt immer so, wie es ist. Das heißt, der Fußball muss sich natürlich auch Gedanken machen in einigen Punkten, was kann man vielleicht verändern, was kann man verbessern. Und da bin ich natürlich jetzt auch dafür, weil es gab jetzt auch einige Diskussionen in den letzten Wochen, Regeländerungen. Ich finde es zum Beispiel auch ganz gut, wenn man zum Beispiel sagt, man macht eine vierte Auswechslung, wenn es in die Verlängerung geht, gibt mehr Möglichkeiten. Ich finde auch eine Zeitstrafe zum Beispiel ganz interessant, weil plötzlich gibt es Unterzahl-Überzahl-Situationen. Also Zeitstrafen, denke ich, könnte einfach auch eine neue Möglichkeit sein. Eine vierte Auswechslung gibt dem Trainer mehrere Möglichkeiten. Ansonsten habe ich jetzt auch gelesen, kein Abseits. Ich glaube, da würde der Fußball nicht mehr das sein, was er bislang war. Das würde ein völlig verändertes Spiel geben. Und das hätte wahrscheinlich mit dem Fußball nichts mehr zu tun. Das lehne ich eher ab. Aber im Großen und Ganzen muss man doch ganz ehrlich auch sagen, der Fußball, so wie er größtenteils jetzt eben auch dasteht, so ist es ein super Spiel. Und da sollte man jetzt auch nicht gravierende Veränderungen vornehmen.